Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 11 Down Under. Wir sind immer noch auf Tasmanien in den Central Mountains. Aber heute soll es an die Küste gehen. Das Wetter ist wie immer durchwachsen, aber wir machen das Beste draus. So, und nun viel Spaß beim Zuschauen. Unterwegs gibt es immer zahlreiche Points of Interest, wie hier diese Hängebrücke. Diverse Wasserfälle, Wanderwege, unzählige Punkte, die man in Tasmanien besichtigen kann. Wir nähern uns Queenstown, dem ersten größeren Städtchen seit Hobart. Hier in Queenstown gibt es ein paar Einkaufsmöglichkeiten, ein paar. Queenstown hat einen größeren Bahnhof, denn hier gibt es eine Dampflokverbindung nach Strahan, die im Sommer auch von Touristen genutzt werden kann. So, und ansonsten ist es sehr beschaulich hier. Wir sind in Strahan, einem kleinen Hafenstädtchen an der Westküste angekommen. Hier gibt es ein Café, ein, zwei Restaurants und einen kleinen Hafen. What you think about me? Oh, genug gefahren für heute. Wir fahren nach Macquarie Heads und wollen uns dort einen Stellplatz für die Nacht suchen. Hier hinten war ein kleiner Campground, der aber schon teilweise belegt war. Wir bevorzugen es, alleine zu stehen, daher suchen wir uns einen Platz im Wald. Wir finden eine Lichtung mitten im Wald, perfekt, völlig für uns. Hier bleiben wir für die Nacht. Es geht wieder los. Heute starten wir in die Turkine Wilderness. Das ist eine spezielle Strecke. Wir haben eine kleine Fährverbindung zwischen uns. Und der ganze Weg ist auf 6,5 Tonnen maximale Zuladung begrenzt. Naja, wir wiegen so 6,5 circa. Ja, jetzt geht's los. Es wird wieder einsam. Thank you.
Hier in Sien haben wir die letzte Tankmöglichkeit für die nächsten 200 Kilometer circa. Die nutzen wir. Wir starten auf den Takin Wilderness Track, ungefähr 100 Kilometer Gravel Road. Spannend. Unsere einzige Sichtung eines tasmanischen Teufels. Guck mal, das ist ein kleiner. Am Rand unten rechts. Wir genießen die Landschaften hier im wilden Westen Tasmaniens. Auf dieser Gravel Road sind wir fast ganz allein und sind nur ein, zwei Autos begegnet an diesem Nachmittag.
So, wir erreichen das Ende der Gravel Road, der Takin Wilderness Route. Hi. Wir biegen wieder ab auf Asphalt Richtung Kuta Rocks und Arthur River. Ein paar kleine Hindernisse. Ansonsten haben wir jetzt die Küste erreicht. Mit der kleinen Ortschaft Kuta Rocks. Wir sind hier auf dem Campground Camp Elsewhere. Der Platz ist riesig. Wir sind völlig alleine. Circa 5 bis 10 Kilometer von Kuta Rocks südlich. Ja, auch direkt am Meer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal gucken, beide Wege. Und wir haben freie Platzwahl heute Nacht. Absoluten Naturparadies angekommen. Uns gefällt es so gut hier. Wir wollen noch ein, zwei Tage bleiben und die Natur pur genießen. Wir sind überwältigt von der Natur hier. Die Wallabies und Kängurus sind direkt neben unserem Auto. Die Wombats haben wir nicht mehr gesehen, denn sie sind sehr scheu und sie haben uns wahrscheinlich gehört. Aber es ist fantastisch hier.
Diese Aufnahmen sind aus dem Pfarrerhaus gefilmt. Heike hat es sich nicht nehmen lassen und ein paar Möhren rausgelegt. Heute scheint wieder die Sonne und wir haben uns entschlossen, noch einen weiteren Tag zu bleiben, um dieses Naturschauspiel zu genießen. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Im nächsten Teil geht es nach Nordtasmanien.